Guten Morgen. Ja, ich möchte euch mal erklären, wie das ist mit der Zweckentfremdungsgenehmigung hier in Berlin und ab wann man die braucht vor allem. Also erstens, wenn ihr eine Wohnung untervermieten wollt und das am liebsten vielleicht komplett tun wollt und dann nicht nur ein Zimmer anbieten wollt, dann braucht ihr in der Regel eine Zweckentfremdungsverbotsgenehmigung. Also ab 50% Wohnraum, den ihr vermietet und dabei zählt die gemeinsam genutzte Fläche zur Hälfte. Das heißt, wenn ihr die Küche mitvermietet zum Beispiel, dann müsst ihr die Hälfte von der Fläche zählen und den Balkon, da zählt vielleicht auch die Hälfte der Fläche, zumindest wenn er von allen zugänglich ist. Und beim Bad ist es genau das Gleiche. Und für die Zimmer, die ihr direkt vermietet, da gelten dann natürlich 100%. Und was ihr euch natürlich noch fragen solltet, ist, wenn ihr weniger als die Hälfte untervermietet, dann gibt es immer noch andere Fragen, wie ist der Vermieter damit einverstanden und wie ist das eigentlich mit den Steuern? Da kommen wir ein andermal zu. Aber heute soll es mal um die Genehmigung des Bezirkes gehen. Also, die Genehmigungen des Bezirkes kosten 225 Euro bei Erfolg und 65 Euro bei Ablehnung. Es gibt jetzt schon einige Fälle, da gab es Ablehnungen und dann haben die Leute vor Gericht später gewonnen. Also momentan ist die Praxis auch noch ziemlich uneinheitlich. Aber gleichzeitig diskutieren die Politiker schon, wie man das Gesetz verschärft und ob man es verschärft. Das heißt eigentlich, besonders wenn ihr relativ viel untervermieten wollt, also sagen wir mal mehr als 10 Tage im Jahr, mehr als 20 Tage im Jahr, dann kann es schon sehr sinnvoll sein, gerade jetzt die Genehmigung zu beantragen. Ich bin ziemlich viel beruflich unterwegs und besuche auch meine Tochter, die im Ausland wohnt und noch ganz klein ist. Und in den Sommerferien finde ich es auch super, unterzuvermieten. Ich mache das schon ein paar Jahre. Das hilft immer mal wieder mit den Flugkosten und Ähnlichem und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, seitdem die Regelung ab dem 1.4. diesen Jahres aktiv ist, habe ich das nicht mehr gemacht, beziehungsweise höchstens noch ein Zimmer von meiner Dreizimmerwohnung. Und jetzt möchte ich aber eigentlich wieder die ganze Wohnung untervermieten und dafür braucht man diese Genehmigung. So, was muss jetzt in diesem Antrag zur Genehmigung drinstehen? Also erstmal, ihr findet den unter berlin.de, könnt ihr mal googeln, Zweckentfremdung und Genehmigung und dann den Namen eures Bezirkes. Die Anträge werden nämlich an den Bezirk gestellt und dann müsst ihr richtig gute Begründungen haben. Also einerseits gibt es da das Formular. Die ganzen Inhalte, die da drin stehen, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht im Detail drauf eingehen. Das sind im Wesentlichen so Sachen wie groß ist eure Wohnfläche und mietet ihr die selbst und eure Adresse und so weiter. Aber dann der Bereich, der mindestens genauso wichtig ist, ist zu begründen, warum ihr das denn untervermieten wollt und wie viele Tage ihr denn deswegen wahrscheinlich bekommt. Also, im Idealfall, wenn ihr untervermieten wollt, wollt ihr vielleicht besonders viele Tage in der Genehmigung drinstehen haben. Dafür solltet ihr einerseits natürlich auflisten, okay, ich habe so und so viel Urlaub oder ich bin Freiberufler und kann selber entscheiden, wie viel ich mir freinehme. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ganz wichtig, wenn ihr das begründen könnt, dass ihr noch häufiger weg seid. Also in meinem Fall zum Beispiel wohnt meine Tochter im Ausland, das kann ich nachweisen, da werde ich eine Meldebestätigung reinlegen. Und auch ein paar Flugtickets aus dem vergangenen Jahr, wo ich zeige, hey, ich besuche die ziemlich oft. Und ja, dann habe ich auch noch Auftraggeber aus dem Ausland. Also ich werde ein paar Rechnungen an die mit reinlegen und damit nachweisen können, dass ich Auftraggeber aus dem Ausland habe und da auch öfter unterwegs bin. Und da werde ich auch noch mal ein paar Flugtickets dazu reinlegen. Und alles in allem muss man halt versuchen, einen möglichst guten Fall aufzubauen, wo man zeigt, hey, ich bin echt viel unterwegs und ich nutze trotzdem meine Wohnung. Es ist mein Hauptwohnsitz, in dem ich gemeldet bin und ich darf die untervermieten. Also auch Genehmigung des Vermieters, wenn ihr Mieter seid oder ihr müsst zeigen, dass ihr Eigentümer der Wohnung seid, mit einem Grundbuchauszug. Also ja, versucht möglichst einen sehr, sehr guten Fall aufzubauen. Und wenn ihr dann noch nachweisen könnt, zum Beispiel mit eurer letzten Steuererklärung und so weiter, dass es finanziell für euch relevant ist, dann kann das zusätzlich helfen. Nun, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Manche Bezirke haben das schon mal nachgefragt, dass ihr quasi nachweist, dass ihr in der Nähe des Existenzminimums seid oder zumindest, dass es euch nicht besonders gut geht. Anderen Bezirken war das völlig egal. Also da ist die Handhabung ein bisschen unterschiedlich.
Das ist sowieso grundsätzlich ein großes Problem. Also die Bezirke handeln das Thema Genehmigung leider völlig unterschiedlich. Und das ist auch eines der großen Themen, wo ich mich im Homesharing Club Berlin für engagiere, dass wenn man schon so ein komisches Gesetz in die Welt setzt, dass man dann wenigstens dafür sorgen sollte, dass das einheitlich gehandhabt wird. Momentan ist das noch nicht der Fall. Ich denke, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis es da ganz verlässliche Aussagen zu gibt. Aber in der Zwischenzeit solltet ihr einfach versuchen, wenn ihr eine Genehmigung beantragt, dass ihr so gut wie möglich die begründen könnt.